Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Der heutige 7. Oktober 2024 ist ein Montag. Und da wir es jetzt gerade 20 Uhr haben, starten wir mit unserem Agile Care Workshop. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich. Und vorausschauend begrüße ich auch diejenigen, die jetzt nicht live dabei sind, sondern sich dann die Aufzeichnung anschauen. Denn, das hat sich schon längst darum gesprochen, auch bei der Aufzeichnung kann man die Downloads durchführen und auch Fragen stellen, die wir Ihnen natürlich dann auch gern beantworten. Genauso wie heute. Heute können Sie im Chat wie immer Ihre Fragen stellen. Und dankenswerterweise helfen mir Renate und Claudia im Hintergrund bei der Beantwortung dieser Fragen. Sie assistieren mir und dafür bin ich Ihnen jetzt schon dankbar. Lassen Sie uns starten. Ich starte jetzt gleich die vorbereiteten Folien. Aber, dass ich nicht vergesse, können Sie gleich auch jetzt schon sich diese Folien als PDF herunterladen. Dazu haben Sie aber die ganze Zeit während des Workshops, während des Vortrags und auch während der Fragebeantwortung dann auch noch Gelegenheit dazu. Also lassen Sie mich starten. Heute am 7. Oktober, wie Sie sehen, eingeblendet, beschäftigen wir uns wieder mit Agile Care, mit dem Ziel, dass Sie Ihr Wissen verbessern, um damit noch besser Ihre Lebensqualität steigern zu können. Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, auch heute will ich Ihnen also, wie schon angekündigt, Wissen vermitteln, um Ihnen die Verbesserung Ihrer Lebensqualität mittels Körperpflege, Agile Care weiterhin nahezubringen. Heute bringe ich in meinen Ausführungen zunächst einige erstaunliche Beispiele des erfolgreichen Vorgehens mit Agile Care, um dann zur Vermittlung von Kenntnissen überzugehen. Zunächst das gleich folgende Beispiel eines Soforterfolgs. Ich gebe zu, dass es in dieser Form bei dieser Indikation für mich bisher einmalig ist. Doch es ist wahrhaftig. Bin ich doch immer noch der festen Meinung, dass Ärzte in Krankenhäusern und Arztpraxen, in Unikliniken erst recht, den seltenen, erstaunlichen und nicht dem zu erwartenden Ablauf entsprechenden Heilungsergebnissen nicht die erforderliche Aufmerksamkeit schenken. Sie werden ohne weitere Fragen als Spontanheilung abgetan und es wird kein weiteres Interesse am konkret erfolgten Ablauf gezeigt. Wäre es nicht interessant, der Frage nachzugehen, was brachte die Heilung? Nun schauen wir uns ein solches erstaunliches Beispiel an und analysieren es, so gut wir es können. 3 Jahre ist es her, dass der ca. 75-jährige Mann einen Schlaganfall erlitten hat. In dessen Ergebnis konnte der Betroffene nicht mehr sprechen. Die Sprachverhinderung war das offensichtliche Ergebnis der Erkrankung des zentralen Nervensystems bei dem Betroffenen. Ein einziger Test für 37,5 Minuten mit Agile Care führte unmittelbar zur Wiederfindung des Sprechvermögens. Ich muss das wiederholen. Ein einziger Test für die Dauer von 37,5 Minuten mit Agile Care führte unmittelbar zur Wiederfindung des Sprechvermögens. Hatte es die Anwendung C7-2 Schlaganfalllähmung erreicht, dass der Betroffene wieder ungehindert sprechen konnte, nachdem es ihm für 3 Jahre nicht möglich war? Wir wissen die Antwort nicht, obwohl es den Anschein hat. Jedenfalls hält der gewünschte Zustand nun schon mehr als 12 Monate an. Erfreulich. Das muss man sich einmal vorstellen. Bitte
versuchen Sie sich in die Lage des Betroffenen zu versetzen, dass er aufgrund eines Schlaganfalls nicht mehr sprechen konnte. Und das hat über 3 Jahre angehalten. Und als sofortiges Ergebnis nach nur dieser kurzen Anwendungszeit, der einmaligen Anwendung, war die Sprache wieder gefunden und ungehindertes, verständliches Sprechen war für den Anwender möglich. Und das hält bisher an, schon über ein Jahr. Was lernen wir aus diesem Beispiel? Anscheinend ist die zutreffende Anwendung richtig gewählt mit C7.2 Schlaganfalllähmung für diesen Anwender. Es scheint über 3 Jahre eine Blockade gegeben zu haben, die durch die Eliminierung der Mikroorganismen aufgelöst wurde. Die Mikroorganismen wurden also ausreichend eliminiert, um wieder eine Regeneration des Sprachvermögens zu erreichen. Beachten Sie also hier an diesem Beispiel, wir gehen gleich weiter, beachten Sie bitte immer, welch großen Einfluss die Mikroorganismen auf uns haben. Die Darstellung beweist aber nicht, dass es einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Agelkeia und dem wiedergefundenen Sprachvermögen gibt. Das ist nicht wissenschaftlich bewiesen, obwohl es den Anschein hat, dass es hier diesen engen Zusammenhang gibt, ist es noch kein Beweis für das Verhältnis Ursache und Ergebnis. Weitere Beispiele. Und zwar sind das hier 6 Beispiele, die ich herausgegriffen habe, die auch solche rasante Geschwindigkeit gezeigt haben für das Erreichen der Ergebnisse, der gewünschten Ergebnisse mit Agelkeia. Da ist das Beispiel, vielleicht erinnern sich einige daran, die Beseitigung von Plaques in den Halsgefäßen, also in den Karotiden, innerhalb von 11 Tagen, komplette Beseitigung der Plaques. Dann eine Osteoporose verschwindet im Gegensatz zur Vorhersage durch einen Professor einer führenden Universitätsklinik. Verschwindet die Osteoporose bei einer Anwenderin, der in Kürze das Dasein nur noch im Rollstuhl vorhergesagt wurde. Eine Fraktur wurde radiologisch nach wenigen Tagen nicht mehr erkannt, obwohl derselbe Arzt zuvor diese Fraktur diagnostiziert hat. Was lag dazwischen? In den wenigen Tagen wurde ganz diszipliniert Agelkeia eingesetzt, und zwar mit der Anwendung Frakturen. Bei einer anderen Anwenderin verschwindet nach 70 Jahren des Martyriums eine Migräne. Ich wiederhole, nach 70 Jahren Martyrium durch Migräne verschwindet diese. Was hat sie gemacht? Sie hat Agelkeia eingesetzt. Vor einigen Jahren habe ich das Beispiel gebracht, dass ein Mädchen, ein Schulmädchen, eine chronische Ataxie hat. Sie konnte also nur mit Hilfe weiterer Personen geführt werden. Allein konnte sie nicht gehen. Und nach nur 10 Minuten Anwendung des zugehörigen Programms mit Agelkeia ist sie durch die Stadt gelaufen in die Schule, was von allen, die sie kannten, als Sensation betrachtet wurde. Und schließlich das letzte der von mir vorgestellten Beispiele. Häufig verschwindet nach der entsprechenden Anwendung ein grippaler Infekt noch während der Anwendung. Und ich könnte die weiteren Beispiele aufführen, aber das strapaziert unseren Zeitfonds zu sehr. Auch diese hier dargestellten Beispiele und alle anderen beweisen nicht den ursächlichen Zusammenhang zwischen Agelkeia und der Beseitigung von Erkrankungen. Also kein wissenschaftlicher Beweis ist das. Die Hintergründe wollen wir jetzt erkennen. Dazu ist es nötig, die Abläufe auf Zellenebene zu studieren und dabei das Wesentliche zu erkennen. Wir weichen also von den üblichen Betrachtungen ab, wo man meistens auf der Organebene hängen bleibt. Wir gehen bis auf die Zellenebene.
Zeitlich ist der prinzipielle Ablauf in der Grafik hier, die dargestellt ist, von links nach rechts dargestellt. Zuerst finden wir bei jeder Erkrankung Sauerstoffmangel auf Zellenebene vor. Dieser kann selbst die Ursache für die Erkrankung sein oder die Folge eines oder mehrerer Ereignisse. Wir kommen gleich näher darauf zurück. In der nächsten Spalte, weiter nach rechts also, sehen wir, dass auf den Sauerstoffmangel von der überlebenswilligen Zelle mit einem Ersatzstoffwechsel reagiert wird. Diesen nennen wir auch Krebsstoffwechsel. Die mit dem Ersatzstoffwechsel verbundene Milieuveränderung ruft Mikroorganismen auf den Plan, die sich in dem Milieu sehr wohlfühlen. Das betrifft zu den vorliegenden konkreten Bedingungen ganz spezifische Zusammensetzungen von Bakterien, Viren, Würmern, Pilzen und anderen Einzellern. Diese eben von mir aufgezählten Bakterien, Viren, Würmer, Pilze und anderen, die bezeichnen wir als Mikroorganismen. Verglichen mit dem Normalzustand bezeichnen wir diesen als Dysbalance der Mikroorganismen. Diese Dysbalance kennzeichnet die eingetretene Symbiose von störenden Mikroorganismen und der vorliegenden Erkrankung. Das alles auf Zellenebene betrachtet. Das sehen Sie in der Spalte Ergebnis. Ganz rechts in der Grafik sehen Sie das Werkzeug, mit dem diese Symbiose aufgebrochen werden kann. Es heißt AgilCare und ist unter den unten angegebenen Randbedingungen Leitfähigkeit, Bandbreite, Entgiftung vor, während und nach den Anwendungen mit AgilCare besonders effektiv wirksam. Schauen wir uns nun zum besseren Verständnis diese einzelnen Abschnitte des Ablaufs etwas genauer an. Hier der links vorhin dargestellte Zustand. Hier ist der Zustand, und zwar Zustand nicht zwangsläufig Ursache. Generell sind wir nicht in der Lage, die Ursache dieses Zustandes zu erkennen, der gekennzeichnet ist vom Sauerstoffmangel der Zellen. Es kann eine vorliegende Minderversorgung mit sauerstoffreichem Blut sein. Auch ist eine Infektion unmittelbar als Ursache möglich. Auch bestimmte neurologische Störungen können zum Sauerstoffmangel führen. Lassen Sie uns deshalb nicht weiter nach den Ursachen rätseln. Wir kennen die Ursachen im konkreten Fall leider nicht. Der Sauerstoffmangel ist bei jeder Erkrankung zu finden. Das kann ein Herzinfarkt bezüglich der Herzmuskelzellen sein. Beim Schlaganfall betrifft das die Nervenzellen. Ebenso bei allen neurologischen Erkrankungen, wie zum Beispiel bei Alzheimer, Depression oder Demenz. So ist es bei Erkrankungen der Zellen, der Augen, der Haut, des Bindegewebes, des Immunsystems, des Bluts, des Verdauungssystems und jeglicher anderer Zellen. Immer fehlt es an Sauerstoff, wenn dort Erkrankungen, Störungen vorliegen. Mitochondrien geben keine Energie. Aufgrund des Sauerstoffmangels können die Mitochondrien ihre Aufgaben nicht erfüllen. Sie bilden kein ATP, liefern keine für das Überleben der Zelle nötige Energie. Sauerstoff ist nötig. Das betrifft alle Zellen. Leben der Zellen gefährdet. Nur durch bereitgestellte Energie kann die Zelle leben, egal für welche Funktion sie angelegt ist. Mikroorganismen werden zu Pathogenen. Wir haben eine Vielzahl von Mikroorganismen in uns. Die meisten, das sind 99,975%, also eigentlich fast alle, sind per se ungefährlich. Also 99,975% sind ungefährlich. 0,025%, also ist der Rest bis zu 100%, sie können uns gefährden. Sie können uns gefährden. Dazu müssen sie einen bestimmten Funktionszustand einnehmen. Bis dahin sind auch sie
für uns völlig unauffällig. Zum Beispiel werden Bakterien erst dann gefährlich für unsere Zellgesundheit, wenn sie in den Stoffwechsel geraten. Wir nennen diese in den Stoffwechsel geratenen Bakterien krankmachende Mikroorganismen. Wir nennen diese Pathogene. Pathogene geben Toxine ab. Die Pathogene sind meistens davon gekennzeichnet, dass sie Toxine abgeben, die in unterschiedlicher Dosis für Zellen gefährlich werden können. So haben wir es bei Tetanus mit dem Erreger Clostridium tetani zu tun, dessen Toxin Tetanospasmin mit einem einzigen Molekül die betreffende Körperzelle zerstören kann. Bei anderen Pathogenen werden höhere Dosen des Toxins notwendig, um Zellen zu zerstören. Immunsystem eliminiert Mikroorganismen nicht. Der von uns hier betrachtete Zustand der Zellen ist ebenfalls davon gekennzeichnet, dass das Immunsystem keinen ausreichenden Schutz bietet. Der Grund dafür sei hier erst einmal nicht erwähnt. Da gibt es mehrere. Welche Reaktion beachten wir? Die Zelle erzwingt ihr Überleben, indem sie sich vom ATP unabhängig macht. Sie sucht eine Lösung, um ohne Sauerstoff zu leben. Ersatzstoffwechsel, Gärung. Diese Lösung besteht in der anaeroben Energiebereitstellung durch Gärung. Wir haben es als alkoholische Gärung der Zellflüssigkeit des Phytoplasmas zu verstehen. Gärung bringt Energie ohne Sauerstoff. Somit ist die Zelle mit diesem Ersatzstoffwechsel, welchen wir auch Krebsstoffwechsel nennen, in der Lage zu überleben. Das ist ihr Ziel und das schafft sie auch. Verändertes Milieu. Dieser Vorgang verändert das Milieu der Zellen drastisch und lockt bisher nicht dort vorgefundene Mikroorganismen an. Zu welchem Ergebnis kommen wir? Im Ergebnis dieses erzwungenen Ersatzstoffwechsels und dem daraus folgenden Milieuwechsel beobachten wir Folgendes. Bakterien, Viren, Würmer, Pilze und andere Einzeller in spezifisch vermehrter Form. Das bedeutet, das Auftreten ergibt sich aus den vorgefundenen sehr guten Lebensbedingungen für sie. Entstehung der Dysbalance zur Zelle. Verglichen mit dem gesunden und normalen Zustand nennen wir diese Erscheinung Dysbalance zwischen Zellen und Mikroorganismen. Die Mikroorganismen werden störend. Symbiose von Mikroorganismen und Erkrankungen. Wir finden eine Symbiose von Mikroorganismen und Erkrankungen. Deshalb verfolgen wir das Ziel, diese Symbiose aufzulösen, um damit Heilung zu erreichen. Etablierung stärkt und erhält Erkrankungen. Lassen wir den Zustand sich entwickeln, so etabliert er die betreffende Erkrankung. Das wollen wir nicht geschehen lassen, denn wir wissen, wie Agilcare zur Körperpflege eingesetzt werden kann. Nun zu dem Werkzeug Agilcare. Symbiose wird aufgebrochen. Unsere Lösung nach Dr. Rife mittels Agilcare liegt im bewussten Aufbrechen der Symbiose und damit der Bereitstellung von Chancen zur Selbstheilung des Menschen. Chance zur Selbstheilung. Die störenden Mikroorganismen beseitigt, kommt der Zellorganismus dazu, sich zu regenerieren, wo doch zuvor eine Störung vorlag. Das kann durch die Zellerneuerung unter den durch Agilcare geschaffenen ungestörten Verhältnissen geschehen. Wie auch immer, der menschliche Organismus nutzt seine Möglichkeiten zur Gesundung. Selektive Optimierung
störender Mikroorganismen. Durch die selektive Eliminierung der nur störenden Mikroorganismen ist gewährleistet, dass keine Schäden des Mikrobioms auftreten. Wie dieses selektive Vorgehen erreicht wird, soll an anderer Stelle vertiefend vermittelt werden. Es ist einer der bestechenden Vorteile von AgilCare. Optimierte Randbedingungen beschleunigen Vorgang. Aufgrund unserer Erfahrung mit der hier beschriebenen Methode von AgilCare wissen wir, dass die individuell optimierten Randbedingungen vor, während und nach dem Einsatz von AgilCare von immenser Bedeutung für den zeitnah zu erreichenden Erfolg sind. Tieferen Einblick in diesen Zusammenhang erhalten Sie auf unserer Homepage unter dem Menüpunkt Service Download. Diese Grafik zeigt den prinzipiellen Ablauf in Gesamtheit und besteht aus den soeben dargestellten einzelnen Abschnitten. Sauerstoffmangel bei allen Erkrankungen führt zu Mikroorganismen in Dysbalance. Die Symbiose von störenden Mikroorganismen und Erkrankung kann aufgebrochen werden und bringt die Chance über Selbstheilung zu besserer Lebensqualität. Mit der Körperpflege AgilCare wird dieses Ergebnis wunschgemäß erreichbar. Diese Aussagen sehen Sie auch noch einmal hier unter dem Punkt Zusammenfassung und das können Sie auch noch einmal nachlesen auf Ihren durch PDF heruntergeladenen Seiten und Folien. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, für diesen heutigen etwas prinzipiell und systematisch vorgetragenen Ausführung. Und hier erkennen Sie auf dieser Folie, die ist einigen von Ihnen längst bekannt, diese Folie erkennen Sie die Möglichkeiten zur Kommunikation zu uns. Wir halten diese vielfältigen und im Vergleich einmaligen Möglichkeiten der Kommunikation von Anwendern mit uns für sehr bedeutend. Bedeutend oder sogar essentiell für den gewünschten Erfolg bei der Erlangung verbesserter Lebensqualität. Sie sehen also hier, dass Sie über ulrich-mtc.de/support unser Ticketsystem erreichen, in den Live-Chat kommen und auch das Forum benutzen können. Sie können uns eine E-Mail an support@ulrich-mtc.de senden. Wir haben montags bis freitags nicht nur unseren Telefonservice von 9 bis 10 Uhr, sondern am Nachmittag des jeweiligen Tages, montags bis freitags, trifft sich auch die Expertengruppe und beantwortet die über das Ticketsystem eingegangenen Fragen per E-Mail an Sie und macht das auch nach gründlicher Vorbereitung der Bearbeitung der Fragen. Beim Telefonservice möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie nur bitte einmal klingeln lassen. Sie werden garantiert zurückgerufen und benutzen Sie bitte nur die hier angegebene Telefonnummer. Ja, wir haben den Newsletter, wir haben die Workshops, der jetzt gerade stattfindet, jeden Montag 20 Uhr, dazu auch die Aufzeichnung. Und, Sie sehen das ganz unten, unser AgilSmart Wissensbasis, das ist ein Abonnement, wo Sie sich über den Link ganz rechts unten, wo da der Text steht, hier anmelden, von Ihrem PDF aus auch registrieren können. Und in dieser recht umfangreichen Wissensbasis, wo schon über 200 Beiträge zu finden sind, Beiträge mit dem Ziel Leben ohne Krankheit, darüber können Sie sich informieren. Und dort sind auch Dinge abgelegt, die wir sonst nicht veröffentlichen können oder dürfen, weil wir da sozusagen in einem besonderen abgeschlossenen Bereich sind, geschützten Bereich, sagen wir. Die Teilnahme an diesem Abonnement und damit kompletter Zugang zu allem Wissen, zu allen Beiträgen, die vorliegen, also über 200 sind das, und die zukommenden im ersten Monat haben Sie schon allein für 1 Euro. Und da Sie ohne Fristen kündigen können, müssen Sie nicht in die weitere Bezahlung gehen, wenn Sie das nicht wollen. Sie können sich jederzeit kündigen.
und in den weiteren Monaten wären das 7 €. Also für das große Ziel Leben ohne Krankheit doch kein großer Betrag. Häufig sind Anwender sehr erstaunt oder sogar begeistert von den Erfolgen, die sie mit Akelcare erzeugen. Das ruft die Begehr hervor, auch andere Menschen darüber zu informieren und denen auch solche Erfolge zu ermöglichen. Wenn Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie das wünschen, so können wir das nur begrüßen. Wir unterstützen Sie dabei und für jede Empfehlung mit der Bezahlung von 150 €, wenn es zum Verkauf gekommen ist. Gehen Sie einfach nach den hier dargestellten Schritten 1, 2, 3 vor und schaffen Sie auch für andere eine Win-Win-Situation. Wir würden uns sehr gern bei Ihnen mit diesem Beitrag oder Betrag von 150 € bedanken. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei den Menschen, die ihr Engagement dazu gebracht haben, dass noch weitere Menschen Anwender von Akelcare geworden sind und sie damit in den Genuss verbesserter Lebensqualität gekommen sind. Vielen, vielen Dank. So, und jetzt Ihre Fragen. Ich freue mich schon darauf, Ihre Fragen beantworten zu können und bin auch, ja, wie soll man sagen, gespannt, welche Fragen jetzt vorliegen.